Ende der 80er Jahre in der ehemaligen DDR. Lange Schlangen abgestellter Dampflokomotiven gehören in fast allen Direktionsbereichen zum Bild der Deutschen Reichsbahn. Doch es hatte lange noch nicht ausgedampft. Zwar gibt es einen planmäßigen Einsatz normalspuriger Dampfloks offiziell nur noch in den RBD in Cottbus, Dresden, Halle und Magdeburg, doch ein Abschied ist Anfang 1988 kaum erkennbar. Auch die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Im Bestand sind noch weit über 300 Dampfloks, davon fast 150 streckentauglich. Gefahren wird im Personen- und Güterzugdienst. Die größte Gruppe stellen die Baureihen 5035 und 5280. Doch der Abschied vom Dampf ist eine politische Vorgabe. Zum Fahrplanwechsel im Mai 1988 enden fast alle Einsätze, zumindest auf dem Papier. In vielen Regionen dampft es trotzdem weiter. Ersatzleistungen oder schon die ersten Plandämpfe sorgen für Dampffolgen. Sonderzüge des Deutschen Modellbahnverbandes der DDR fahren in die letzten Hochburgen. In der Einsatzstelle Pockau-Lengefeld rangiert 86-1049 auf die Scheibe. Auf dem Papier nur noch eine Heizlok, doch trotzdem streckentauglich. Auch die 86er der Einsatzstelle Annaberg-Buchholz sind weiter aktiv. Zwischen Schlettau und Krottendorf dampft noch regelmäßig 86-1501. Am 29. Oktober 1988 wird dann der offizielle Abschied verkündet. 5035-59 fährt den letzten Planumlauf von Halberstadt nach Magdeburg und weiter nach Thale im Harz. Doch es ist keineswegs das Ende. An vielen Orten dampft es munter weiter. Oft sind es die Lokpersonale, die für einen Tausch von Diesel auf Dampf sorgen.
Doch es ist nicht aufzuhalten. Das Ende des Dampfbetriebs in der ehemaligen DDR ist beschlossen. Ende 1988 sind 114 Dampfloks Z gestellt. Die Schwarzen werden zum Schrott. Schneidbrenner geben jetzt den Ton an. Das hier war 41159. Viele Lokomotiven werden zu Heizloks umgebaut. In Stassfurt spendet 22088 ihren Dampf. Eine der letzten Reko P10. Die Szenerie ist gespenstisch. ...01-1024 hat bereits ausgedampft. Derartige Heizanlagen sind Ende der 80er Jahre ein gewohntes Bild in der ehemaligen DDR. Auch in Berlin-Schöneweide wird das Bahnbetriebswerk so beheizt. Das BW Schöneweide ist eine 52er-Hochburg. Ende der 80er Jahre stehen zeitweise bis zu 8 Maschinen unter Dampf. Vom Dampfabschied ist hier keine Spur. Bekohlt werden 52, 81, 70 und 52, 80, 55. ...52, 80, 55 ist als mobile Heizlok eingeteilt. Sie wird Weichen im Güterbahnhof Schöneweide am Einfrieren hindern. Auch 52, 80, 87 ist als Weichenheizlok eingeteilt. Eine 44er Hochburg ist das BW Cottbus gewesen. Ende 1988 sind hier 5 Heizloks dieser Baureihe beheimatet. Dazu gehört auch 44 25 46, die beim Bayerischen Eisenbahnmuseum eine Bleibe gefunden hat. Seit 2010 ist sie sogar wieder betriebsfähig. ...44 14 12 ist ein mobiler Dampfspender. Das heißt, zum Ergänzen der Vorräte kann die Lok mit eigener Kraft fahren. Allerdings fehlt der 14-12 der mittlere Zylinder. Humpelnd dampft sie über die Gleise. Der späte Dampfabschied und die damit verbundene große Zahl an betriebsfähigen Dampfloks bildeten dann schon kurz nach der Wende die Basis für unzählige Plandampfveranstaltungen. 86-1333, heute bei der Sauschwänzelbahn zu Hause, hat den Personenzug nach Pockau-Lengefeld bespannt. Auch Güterzüge sind bei vielen Plandampfveranstaltungen unterwegs. 52-8200 macht sich mit einem Ganzzug ab Wilten auf den Weg.
52 82 00 ist heute bei einer belgischen Museumsbahn zu Hause.